und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu einem weiteren Showcase. Hier stellen wir euch in den Showcase-Episoden ja Schiffe vor, die noch im Konzeptstadium sind. Das heißt, sie sind noch nicht Hangar- oder Flight-ready. Und da nehmen wir uns heute mal einen ganz, ganz großen Klopper vor, nämlich die Aegis Dynamics Javelin. Tja, wer Idris sagt, muss auch Javelin sagen. Ein absolutes Reizwort in der Star Citizen Community. Hier wurde tatsächlich ein Zerstörer verkauft an die Community und vorgestellt als der UEE Smallest Line of the Ship. Ship of the Line. Smallest Line of the Ship des UEE Empires. Sehr geiler Versprecher. Also schon ein richtiges Kriegsschiff. Kann man nicht anders sagen. Also das sind ausgemusterte Exemplare. Das bedeutet aber nicht, dass die Javelin an sich nicht mehr im Dienst ist. Nein, sie wird immer noch von der UEE Navy benutzt. Da kann man also sagen, es sind hier wirklich nur eine kleine Marge von insgesamt 400 Schiffen, die an die Community rausgegeben wurden und eben für zivile Zwecke genutzt werden können. Ja, und diese zivilen Zwecke muss man sich erstmal schaffen. Denn erstens hat das Schiff ursprünglich $2,500 im Verkauf gekostet und dann wird es auch noch quasi nackt ausgeliefert. Das heißt, die UEE hat vorher alles rausgepickt, was wichtig ist, die ganzen Waffensysteme, die unter Umständen die Schildsysteme, wer weiß, was da überhaupt noch drin ist in dem Kahn. Und haben den Rest verscherbelt sozusagen. Ja, mit 345 Metern Länge wird es allerdings sehr, sehr teuer sein, dieses Schiff dann auszustatten. Es ging dabei auch um Balancing, dass man nicht mit einem fertigen Kriegsschiff ins Spiel starten kann. Ich denke allerdings, dass alleine das Organisieren der Mannschaft schon eine riesen Herausforderung sein wird. Mit Sicherheit, denn wir haben 23 Mann Mindestbesatzung, die man auf jeden Fall auf das Schiff mitbringen soll. Und über 80 Mann können auf dem Schiff auf jeden Fall Platz finden. Wir haben mal so ein bisschen nachgezählt, wenn man so das Blockout-Video anguckt. Über 80 Betten finden wir da drin jetzt schon. Und das heißt, wir brauchen eine große Crew und auch unter Umständen viel NPC-Unterstützung, um es hinzukriegen. Und dazu muss man aber sagen, da sind die Einsatzmöglichkeiten unter Umständen etwas begrenzt, da gucken wir später nochmal drauf, denn die Ladekapazität, also reine Transportkapazität, liegt knapp höher über einer Halsey. Also man sieht, Wirtschaftlichkeit wird da nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, ganz wichtig, dieses Schiff ist ein reines Kriegsschiff, auch wie die Idris, ein Schiff, was für einen speziellen Zweck gebaut wurde, nicht fürs Trading, nicht für den Warentransport. Richtig, und damit kommen wir nämlich zu den Features. Wenn man es nämlich schafft, die Crew hinzukriegen und das Schiff vollständig auszurüsten, dann kann man damit schon ordentliche Schläge austeilen. Dann hat man nämlich zwei Hauptgeschütze, sogenannte STS-Turrets, das heißt Ship-to-Ship-Turrets, die also im Kapitalschiff, also im Capital-Ship-Maßstab feuern. Ja, und das ist noch nicht alles. Dann geht's weiter mit zwei großen Torpedobatterien vorne im Vorschiff. 9 Meter lang, die Torpedos. Also das wird auch hier ein Maßstab sein, der gegen große Kriegsschiffe gedacht ist. Ja, und damit haben wir auch noch eine ganze Reihe von Batterien, die Geschütztürme, die bemannt oder unbemannt sein können. Point-Defense-Systeme sind dran. Auch die sind schon alleine in dem Maßstab, dass man mit Sicherheit nach Conny einige Probleme bereiten kann. Da wird es sicherlich noch einiges geben. Und dann geht's weiter mit 4 ganzen Decks. Ja, Brücke und Oberdeck ist eine Ebene. Hier haben wir halt die Kommandoebene und die Briefing Rooms, genau. Also alles, was für Command and Control wichtig ist. Darunter im Middeck finden wir die Lebensbereiche, das Habitat, Kombüse, Messe und wahrscheinlich die ganzen Betten, Stockbetten, ja. Und dann kommen wir darunter ins Bottom-Deck und ins Sub-Deck, 2 Decks fürs Engineering reserviert. Ja, also wie man sieht, man kann sich schon sehr gut verteilen und auch bestimmt gut verlaufen auf dem Schiff. Dazu gibt es nämlich noch mindestens einen Hangar. Das heißt, einen Hangar, der aufgebaut ist, wirklich als Drop-In-Hangar. Das heißt, anders als bei der Idris, wo man durchfliegt, ist es hier so, dass sich die Hangartore öffnen und man das Schiff eben versenkt. Der Hangar wird von der Größe her soweit sein, dass er auf jeden Fall eine Redeemer aufnehmen kann, 2 oder 2 kleinere Schiffe oder auch 4 Snapfighter, also zum Beispiel von der Merlin-Größe. Es gibt noch das Gerücht, dass der Post nicht ganz eindeutig, dass es noch einen zweiten Hangar gibt, der wirklich für ganz kleine Schiffe, vielleicht sowas wie das Argo Utility Ship von der Idris gedacht ist, können wir aber an der Stelle nicht bestätigen. Ja, weiter geht's. Sehr hohe Modularität ist so das Stichwort. Das Schiff soll austauschbare Module haben, dass man die Räume völlig frei gestalten kann. Da ist es auch so, dass es wohl zivile Anbieter gibt, die Module liefern, zum Beispiel für Kartografie oder Wissenschaft. Muss man auch für den zivilen Markt das sicherlich ein bisschen anpassen. Außerdem werden wir Arrestzellen auf jeden Fall mit an Bord haben, also eine Brick. Dann wird eine Krankenstation mit an Bord sein, das heißt, man wird wohl auch drauf respawnen können auf dem Schiff. Und außerdem, wenn wir jetzt das richtig interpretieren, wie es momentan aussieht in dem Blockout, wird es sogar ein großes CIC geben, das heißt ein Combat Information Center, wo wirklich alle, ja, als Kommandozentrale alle Informationen reinkommen und dann eben entsprechend verarbeitet werden können.
Und dazu kann man noch Schluss und letztendlich sagen, Crew-Quartiere gibt es wirklich jede Menge und zwar aufgeteilt in Crew- und in Offizierskabinen. Auch der XO und der Commanding Officer werden wohl ihr eigenes Quartier haben. Und die beiden Briefing-Räume, die wir oben schon genannt haben. Hier sehen wir einen riesen Lieferumfang und da kommen wir jetzt zu den wichtigsten Fragen, die sich bei dem Schiff uns stellen. Ja, die erste Frage ist, es wurde im Artikel dazu erzählt, Squadron 42 wird die Javelin sehr groß und klar featuren, das heißt, sie wird wohl dargestellt werden. Ja, da stellt sich mir die Frage, die Idris kennen wir, da wissen wir, die UEES Stanton wird das Heimatschiff unseres Charakters sein in Squadron 42. Was wird wohl die Javelin tun? Die Javelin, könnte ich mir vorstellen, ist dann die kleine Kommandozentrale für vielleicht zwei Fregatten und sie in der Mitte als Javelin. Und dann könnte ich mir von Missionen her vorstellen, dass man dann einen Bombing-Raid auf dieses Schiff abwehren muss. Das liegt vielleicht irgendwo in einem Orbit, ist schwer getroffen worden, kann sich nicht bewegen. Und man als Piloten kriegt dann die Aufgabe, dieses Schiff zu bewachen, bis dann die Fregatten da sind. Richtig. Und ich würde mich freuen, wenn man zum Beispiel mal zu dem entsprechenden Rear Admiral oder sowas an Bord muss für die Javelin, um sie mal von innen auch dann zu sehen und kennenzulernen, im Sinne von Squadron 42. Ja, da fragt man sich als zivile Rolle, was ist denn da das Richtige für die Corporations? Ich denke mal, Kommandoposten, Kommandostelle. Ja. Es kann sein, dass diese Interfaces, die da auf der Brücke vorhanden sind oder in der Kommandozentrale, da kann es sein, dass ich da vielleicht einen strategischen Overview bekomme. Mhm. Eine Idee. Oder als Blockadeschiff, um wirklich jetzt, sage ich mal, ein System komplett zu dominieren. Auch das könnte eine Rolle sein. Oder, was, hier bin ich, hier bin darf ich, kein anderer. Genau, das gehört mir. Oder in der Diplomatie tatsächlich als Erstschlagsdrohung. Ja, das ist mit sicherlich eine sehr wirksame Drohung, wenn man es wirklich hinkriegt, es komplett auszurüsten und die entsprechende Crew dafür zu stellen. Das weiß ja keiner. Na ja, gut. Das ist aber ein ganz krasser Bluff, meine Herren. Ja. Außerdem ja, ist die Frage, wie verdiene ich mir eigentlich die Militärausrüstung, die ich dafür brauche? Ich denke mal Achievements, die man bei UEE-Missionen macht. Wenn man sich das Vertrauen des Militärs verdient, werden sie einem irgendwann die Nukleartorpedos liefern. Klingt ein bisschen krude jetzt, ja, aber so im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich sein mit den Achievements. Und da wird man dann einige Jagdmissionen auf Vendrels machen. Vielleicht einen kleinen Piratenstützpunkt im Team auslöschen und solche Aufträge fürs UI machen, damit man überhaupt das Schiff voll funktionsfähig am Ende ausgestattet bekommt. Richtig, und für die zivile Nutzung kann man noch sagen, wie gesagt, es wird eine gewisse Modularität geben, das heißt, es gibt zum Beispiel Ankündigungen von Modulen wie Science und Cartography, hatte Wiesen am Anfang auch schon mal gesagt, die vielleicht für die wissenschaftliche Nutzung eingesetzt werden dürfen, aber man sollte trotzdem vorsichtig sein, ich glaube, ein dedizierter Explorer wird die Javelin in dieser Art nicht werden. Ganz bestimmt nicht. Und auch ganz bestimmt kein wirtschaftliches Schiff. Ja, genau. Das sieht man schon an der Transport- und Ladekapazität. Von daher, ja, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr über das Schiff denkt. Vielleicht auch, ob ihr eine Orga seid, die eine hat und sagt, okay, wir haben aber die Idee, sie genau da und dafür zu nutzen. Dass wir ein bisschen die Diskussion hier reinkriegen, sind wir sehr gespannt auf eure Meinungen. Auf jeden Fall, liked und disliked die Episode. Schreibt uns, was ihr noch für Showcases haben wollt zu den entsprechenden Konzeptschiffen. Und wenn ihr unseren Channel mögt, dann abonniert ihn bitte. Dann bleibt ihr immer up-to-date, was zu Star Citizen angeht. Und Schluss und letztendlich, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt in unserer Arbeit, damit wir hier so weitermachen können wie bisher, dann geht doch mal auf Patreon, da könnt ihr uns direkt als Channel unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank. Und Weezen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!